Am 3.5.2024 gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu einer verdächtigen Wahrnehmung zur Jovita Reinhardt GmbH in Siegburg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Suizidversuch handelt, weswegen Feuerwehr und Rettungsdienst hinzugerufen wurden. Der Mann wurde gesichert und auf ordnungsbehördliche Anordnung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weibliche Person, die augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.